Liebe Freunde der Aviatik, herzlich willkommen bei meinem Kanal von Aviation Market. Ich führe ein Modellflugzeuggeschäft hier in Bülach, ganz in der Nähe des Flughafens Zürich, und mit diesem Kanal möchte ich euch die neuesten Modelle vorstellen, die bei mir eingetroffen sind. Manchmal sind auch Artikel mit dabei, die schon etwas älter sind, die besonders rar sind oder die ich einfach für erwähnenswert halte und ich euch gerne vorstellen möchte. Falls ihr Wünsche habt, was ich euch vorstellen soll, dann bitte schreibt es in den Kommentaren, ich freue mich immer darüber. Auch über kritische Kommentare selbstverständlich. Da kann ich am besten Fortschritte machen und auch auf eure Wünsche eingehen. Wenn ich die Modelle hier an Lager habe, dann werde ich selbstverständlich vorstellen, was ihr euch wünscht, und ansonsten werde ich versuchen, diese aufzutreiben, wenn das möglich ist. Heute habe ich von Chasewings ein Modell mitgebracht. Wie immer möchte ich in diesem Video zuerst das Modell vorstellen, den Hersteller, der das Flugzeug gebaut hat, also das Modell gebaut hat. Und im zweiten Teil ein bisschen über die Hintergrundgeschichte dieses Flugzeugs. Wie ihr seht, dieses Modell ist ein sehr exotisches Ding. Der Name dieses Flugzeugs ist Super Guppy und hat eine sehr interessante Geschichte. Ist ein sehr seltenes Modell, es wurden nur 6 Flugzeuge davon gebaut. Und ich habe mir erlaubt, ein paar Stichworte aufzunehmen. Ich bin nicht so versiert mit diesem Flugzeug, ich kenne mich nicht so gut aus. Ich musste ein bisschen recherchieren zuerst noch. Nichtsdestotrotz möchte ich euch gerne darüber erzählen. Bitte verzeiht mir, wenn ich ab und zu meinen Spickzettel hervornehmen muss und ein bisschen nachschauen muss, was jetzt genau noch zu erzählen ist über dieses Flugzeug. Ich bin nicht ganz so sattelfest. Der Hersteller zuerst ist von Chasewings, ist im Maßstab 1 zu 200 das Modell und ist voll aus Metall. Und wenn man es in die Finger nimmt, dann spürt man das auch. Also man hat wirklich viel Gewicht in den Händen, wenn man das anhebt. Ich finde es cool, mir gefällt es, wenn man Metallmodelle in den Fingern hat. Die meisten Kunden schätzen das auch, es ist beliebter als Kunststoff. Allerdings denke ich, könnte es ein Problem werden mit der Zeit, weil das Fahrwerk dieses Flugzeugs sind gerade einmal 6 Reifen, wie ihr das seht. Und wenn das Flugzeug längere Zeit in der Vitrine stehen sollte, dann werden die Pneus mit der Zeit flach gedrückt. Auch wird der Gummi mit der Zeit spröder, der kann reißen. Das ist ja bei allen Modellen ein Problem. Das kommt vor. Meistens kann man Ersatzgummireifen bestellen, das ist möglich. Aber hier bei diesem Modell, wenn es so schwer geworden ist, dann kann es wirklich sein, dass es relativ schnell platte Füße gibt hier oder platte Räder. Auch kann es sein, dass auf dem Glas in der Vitrine, dass es eine Ablagerung gibt. Also wenn man das Modell dann wegnimmt, dass dann schwarze Flecken dort sind, aber das kann man meistens wegputzen, das ist nicht so ein Problem. Aber einfach das Gewicht dieses Modells ist enorm für die Größe. Es ist ein 1 zu 200 Modell, die sind sowieso schon relativ groß. Das Flugzeug selber ist aber relativ klein eigentlich, aber durch das riesige Volumen hier, das es erhalten hat, ist Vollmetall, also es ist nicht hohl innen drin, hat es dementsprechend ein Gewicht bekommen. Das Modell selbst ist poliert und sieht extrem cool aus. Man kann es nicht öffnen. Es gibt andere Modelle, die kann man öffnen, das Tor, das ist hier zu. Auch das Fahrwerk ist fix montiert, man kann es nicht wegnehmen und fliegend auf dem Ständer darstellen. Aber wenn ihr es anschaut, hier wie das glänzt im Licht und die Spiegelungen alles zusammen, also ich finde es bombastisch, dieses Modell. Es ist wirklich genial. Und eben von vorne Mr. Brain, ein extremer Wasserkopf hat dieses Flugzeug. Es sieht wirklich sehr speziell aus. Und dass es fliegen kann, finde ich auch sehr erstaunlich aerodynamisch, dass das Ding überhaupt stabil fliegen kann. Für mich sieht es eher aus wie ein Zeppelin, also wenn da drin irgendwie Helium oder so etwas drin wäre, damit es überhaupt fliegen kann und die Tragflächen mehr zur Stabilität da sind. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall, das Flugzeug fliegt dank den Tragflächen und nicht, dass es leichter ist als Luft, wie das bei den Luftschiffen der Fall ist. Und ja, hat deshalb doch ein sehr exotisches Aussehen bekommen. Es ist aus Metall, es ist poliert. Vom Detailgrad her muss ich sagen, finde ich es sehr schön. Was ein bisschen ein Problem ist bei dem Modell, das sind die Rotorblätter. Ich weiß nicht, ob man es sieht, die manche, vor allem wenn man es von der Seite anschaut, sind ein bisschen verbogen. Hier zum Beispiel dieses Rotorblatt hier unten, sieht man es, ist ein bisschen nach hinten verbogen, ja ein wenig. Das ist aber kein Problem, wirklich nicht. Die sind aus Metall auch und man kann die sehr leicht biegen. Also man muss einfach mit dem Finger ganz fein dran drücken und ein bisschen Druck geben, nicht
abrupt, sondern einfach ein bisschen Druck geben und dann kann man die Rotorblätter in die gewünschte Position biegen. Das geht sehr gut. Das ist kein Problem. Ah, hier haben wir noch ein Rotorblatt, das ein bisschen verbogen ist und dann kann man das einfach korrigieren und dann geht das eigentlich relativ gut so. Es ist vom Detailgrad her eher ein wenig einfach gehalten, würde ich sagen. Es hat hier eine Antenne drauf. Was cool ist, ist hier der Beacon. Das ist ein Stein, der eingesetzt ist. Das ist üblich bei 1 zu 200 Modellen, aber hier haben sie es auch gemacht. Es ist nicht aufgemalt. Auf der Rumpfunterseite ebenfalls, gleich vor dem Loch hier für den Ständer, ist der Beacon hier auch eingesetzt. Was auffällt, ist der Zusammenbau des Modells. Ihr seht hier ein relativ großes Spaltmaß und hier auch. Und in der polierten Fläche sieht man es besonders gut. Auch hier, wo das Teil, die Tragflächen Teil mit dem Rumpfteil zusammengegossen ist, ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, hier hat es einen relativ großen Spalt. Ist nicht so schön, aber ja, ansonsten ist das Modell eigentlich gut. Und die Spaltmaße kommen sehr stark zur Geltung. Ja, hier sieht man es auch, weil eben alles poliert ist und man deshalb das Ganze sehr gut sieht im Glanz. Wenn es weiß lackiert wäre, das Modell, dann würde es wahrscheinlich nicht so stark auffallen. Ein Ständer ist mit dabei. Der ist hier, ist auch bedruckt, Airbus Skylink und dann der Typ, der Super Guppy und der Maßstab steht alles hier drauf. Sollte man lesen können, genau. Ist ein üblicher Chaserink-Ständer und das Modell kann man hier draufstellen. Allerdings eben, das Fahrwerk kann nicht eingefahren werden. Das ist ein bisschen schade für die einen. Ich selber trauere dem nicht nach, für mich ist es nicht so wichtig, aber es gibt viele, die Flugzeuge fliegend aufstellen wollen und eben mit eingezogenem Fahrwerk, das ist hier nicht möglich, ganz explizit betont. Die Maße des Modells betragen in der Länge sind 22 cm und die Spannweite ist 24 cm und die Höhe auf dem Ständer zuerst sind 15 cm vorne und ja, identisch. Also hier vom Buckel her bis zum Seitenruder ist ziemlich genau waagerecht. Ja, es stimmt sogar, sind auch 15 cm in der Höhe. Das ist der Platz, den ihr braucht, wenn ihr auf den Ständer stellt. Wenn ihr ihn direkt auf das Tablar stellt, auf die Räder, dann ist das Flugzeug hinten knapp 8 cm, 7,7 cm hoch. Und hier vorne sind es 5,5, 6 cm. Das ist die Größe, das ist der Platz, den ich dafür brauche für dieses Modell. Was exklusiv mit dabei ist, von diesem Flugzeug sind 6 Stück produziert worden insgesamt. Und eines haben sie leider verschrottet. Und JC Wings hat es fertiggebracht, dass sie etwas Außenhaut von dem Flugzeug bekommen haben. Und das ist hier im Modell beigelegt. Also wenn man so ein Modell kauft, hier 1 zu 200, dann hat man ein Stück Außenhaut mit dabei. Das ist wirklich die Haut des Flugzeugs hier von der Außenseite. Und dann sieht man, wie dünn das geworden ist hier. Genau, das ist die Dicke des Aluminiums, die Passagiere und die Fracht des Flugzeugs von der Außentemperatur schützt. Natürlich hat es noch Stringer, die Konstruktion alles halten, aber die Haut effektiv ohne die Isolationsmatten und so weiter, das ist hier und das ist nicht ein knapper Millimeter, würde ich schätzen, von der Dicke her. Also es ist noch erstaunlich, finde ich. Das ist hier mit dabei, mit dem Ständer und der Box selbstverständlich. Ja, soviel zu dem Modell. Ich habe es, glaube ich, schon gesagt, ich finde es extrem cool, dass sie das Modell gemacht haben. Das hat mich auch sehr erstaunt, weil wenn man eine Form herstellt von einem Modellflugzeug, dann muss man eine gewisse Stückzahl herstellen können, damit sich das Ganze rechnet. Also man muss relativ viel produzieren. Und wenn man ein Flugzeug wählt, das schon lange gibt, viele Airlines geflogen haben, dann kann man auch viele verschiedene Versionen herausbringen, die dann auch verkauft werden können. Je weniger verschiedene Modelle das es gehabt hat, desto mehr muss man von den einzelnen Modellen, also Lackierungen, dann herausbringen, weil eine Zweitauflage macht man normalerweise nicht. Und von diesem Modell, gerade einmal 5 oder 6 Modelle, hat es im Original gegeben. Vielleicht hat jedes Flugzeug 2 Lackierungen gehabt, Maximum. Dann kommt man vielleicht auf 10 verschiedene Lackierungen oder 12. Und das war's dann. Und wenn man dann etwa 40.000 Rohlinge herstellen muss, dann muss man dementsprechend das Modell auch verkaufen können.
Jetzt, wenn es zum Beispiel eine Antonov 225 ist, von dem wurde ja nur ein einziges Modell gebaut, aber es ist das größte Flugzeug der Welt und so bekannt, da kann man davon ausgehen, dass man das an den Mann bringen wird, weil es eine riesige Fangemeinde hat. Und dieses Flugzeug ist auch groß, kommt natürlich nie an die Antonov heran und ist auch sehr speziell, sieht vor allem sehr speziell aus von den Proportionen her. Aber dass sie den Mut gehabt haben, davon ein Modell herzustellen und das zu produzieren, hat mich doch sehr erstaunt, weil ich selbst kenne es auch nicht so gut. Ich weiß, dass Airbus dieses Flugzeug gehabt hat, auch die NASA hat es gehabt. Die NASA war zuerst sogar und sie haben es dann aus diversen Flugzeugen umgebaut. Und dass sie jetzt davon ein Modell gemacht haben, finde ich echt super. Der Nachfolger von diesem Modell, das ist ja dann der Beluga gewesen bei Airbus, habe ich leider kein Modell hier, sonst hätte ich euch das gerne gezeigt. Und sieht auch speziell aus wie ein Fisch. Der Guppy ist übrigens auch ein Fisch. Und sie haben den Namen gegeben, wenn das schwanger ist, dass der Fisch, dann bekommt er eben so einen Buckel, so einen seltsamen, wie dieses Flugzeug hier hat. Und deshalb haben sie ihn so getauft. Und der Beluga hat natürlich auch ein bisschen die Form eines Superfrachters oder umgekehrt, der Superfrachter hat die Form eines Belugas, deshalb haben sie ihn so getauft. Genau. Ich bin schon mittendrin in der Geschichte des Flugzeugs, respektive beim Nachfolgemodell. Ich versuche jetzt einmal von vorn zu beginnen. Ursprünglich das Basismodell dieses Flugzeugs, das war eine B-29. Dieses Flugzeug war ein Bomber, ein strategischer Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg, den die Amerikaner zuerst auf dem Pazifikkampfplatz eingesetzt hatten gegen die Japaner. Hatte die traurige Berühmtheit erhalten, die ersten Atombomben geworfen zu haben im scharfen Einsatz, bis jetzt zum Glück auch die einzigen im scharfen Einsatz. Über Hiroshima und Nagasaki und hat damit den Zweiten Weltkrieg beendet. Das ist ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Kam dann aber weiterhin zum Einsatz in Korea. Dort haben sie sehr große Flächenbombardements gemacht und wurde dann noch zum Tanker umgebaut. Und von der B-29 wurde dann ein Flugzeug abgeleitet. Das war die, jetzt muss ich spicken, Entschuldigung, dass ich es auch richtig sage. Genau, Moment. Das war die C-97, der Stratofreiter, genau. Der wurde dann daraus gebaut, sieht ein bisschen speziell aus, aber noch nicht so extrem wie der Super Guppy hier. Und aus diesem wurde dann die 377 Strato Cruiser gebaut, die Zivil-Airliner-Version. Und dieses Flugzeug wurde dann wieder umgebaut zum Pregnant Guppy, genau. Das war der erste. Der hatte auch einen großen Frachtraum hier. Hatte aber noch die Sternmotoren dran. Und erst die Super Guppy, die Weiterentwicklung, die wurde noch ein bisschen größer, die bekam dann die Turboprop-Motoren, die sie hier jetzt hat. Man sieht das sehr gut, sehr schlanke Motoren, nicht mehr Sternmotoren wie die alten Versionen. Und das Flugzeug wurde primär gebaut für die NASA, damit sie beim Apollo-Programm die Saturn V Raketenstufen transportieren konnte zum Cape Canaveral und dort aufzubauen. Der Rumpfquerschnitt hier ist 6,2 Meter, also in der Höhe. Der Frachtraum ist 6,2 Meter hoch. Und die Saturn V Raketen hatten darin Platz. Das war dann kein Problem zum Transportieren und ist ein extrem hoher Durchmesser. Die Beluga hat einen kleineren Durchmesser, nicht viel, aber ist ein bisschen kleiner. Und auch die amerikanische Version der LCF von Boeing hat einen nicht so hohen Durchmesser wie der Super Guppy das hat. Was aber der Unterschied ist bei den anderen Flugzeugen, sie sind natürlich viel, viel länger. Hier bringt man bestimmt keinen Flügel der A330 oder einen A350 Tragfläche rein. Das passt einfach nicht von der Länge her. Und die Airbus und die Boeing-Modelle, die Nachfolgemodelle, die sind um ein Dreifaches verlängert worden, der Frachtraum. Deshalb, also respektive, das Flugzeug ist länger und dementsprechend konnte man einen höheren Frachtraum bauen, einen längeren Frachtraum bauen. Genau. Genau, der letzte, der dann noch gebaut wurde, das war der Mini Guppy. Und der hatte wieder Sternmotoren, also respektive er wurde nicht umgerüstet auf Turboprop-Motoren. Und der hatte noch das Feature, dass man hinten das Heck beiklappen konnte und das Flugzeug auch von hinten beladen konnte. Das ist bei diesem Modell nicht möglich. Hier kann man nur von vorne das Flugzeug beladen. Genau. Das Seitenruder, genau. Das Seitenruder musste natürlich auch angepasst werden, weil das Flugzeug so dick ist vom Durchmesser her. Und das wurde dann von der B-50 verwendet und auch die Sternmotoren beim ersten Flugzeug, das war auch von der B-50, das war ein Bomber, der aber nie groß in Serie gegangen ist bei der US Air Force. Die Amerikaner hatten dann bald auf den Jetbetrieb umgestellt, die B-52 oder die B-48. Ja, ich glaube B-48 war es.
Das waren dann die ersten jetbetriebenen Bomber, die dann das Jetzeitalter eingeläutet hatten in den 50er Jahren. Und deshalb kamen die Sternmotorenflugzeuge nicht mehr zum Einsatz oder nicht mehr groß zum Einsatz. Ja, also das ist ein, ich würde fast sagen, Zombie-Flugzeug, das aus verschiedensten Modellen zusammengebaut wurde und trotzdem sehr gut funktioniert hat. Also bei Airbus ist das Flugzeug noch lange in Betrieb gewesen. Ich meinte, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meinte bis 1991. Und dann kam der A310, den sie umgebaut hatten zum Beluga. Und jetzt haben sie neu, das ist jetzt seit 2 Jahren oder 3 Jahren, haben sie jetzt den Nachfolger, Airbus hat den Nachfolger gebaut, das ist der A330. Als A330-Modell, den sie zum Beluga umgebaut hatten. Boeing hatte das nicht nötig, zu Beginn zumindest solche Flugzeuge zu haben, weil sie haben alle Flugzeuge in Seattle zusammengebaut. Und mit dem Dreamliner hat sich das dann aber geändert, haben sie einen neuen Standort aufgemacht, für die Flugzeuge einzumontieren, und vor allem haben sie sehr viele auswärtige Firmen den Auftrag gegeben, Teile zu produzieren für den Dreamliner, um diese dann nach Seattle zu bringen, respektive in die USA zu fliegen. Und dafür brauchte Boeing nun auch so ein Transportflugzeug. Und Boeing hatte den Jumbo gewählt und hatte diesen dann umgebaut zum LCF und hat ihn Dreamlifter genannt. Und also ich kann es nicht anders sagen, aber das Flugzeug ist ein Faust aufs Auge. Also der Jumbojet selbst ist ein wunderschönes Flugzeug. Die Königin der Lüfte finde ich zumindest ein wirklich elegantes Modell. Der 747-8, der letzte, der gebaut wurde, mit den sehr stark gestreckten Tragflächen, auch sehr gewölbt, ist ein wunderschöner, eleganter Flieger geworden. Der einzige, der mich nicht so gefällt, da scheiden sich allerdings die Gemüter. Es gibt eine große Fangemeinde dafür, das ist der 747 SP. Der ist sehr gedrungen, ein sehr großes Seitenleitwerk, der sieht für mich ein bisschen seltsam aus. Aber das ist Geschmackssache. Viele finden den cool. Und das ist für mich die zweithässlichste Jumbo, wenn ich das so sagen darf. Aber der LCF, der hat die ganze Ästhetik dieses Flugzeugs zunichte gemacht. Und von dem habe ich ein Modell hier, das habe ich sogar jetzt mit dabei. Das ist hier. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, das ist derselbe Maßstab, wie ihr hier seht. Und wenn ich jetzt das so hochhalte, dann seht ihr, der Rumpfquerschnitt vom Super Guppy ist tatsächlich immer noch ein bisschen größer, der Durchmesser. Und, aber in der Länge seht ihr, das hier ist der Abstand, die maximale Rumpfvolumen, das mit dem großen Durchmesser, hier verjüngt es sich bereits. Und beim Jumbojet kann man das mal 3 rechnen hier. Genau. Und der Jumbo, das Spezielle vom Jumbo ist der Buckel, den er hat, mit dem Oberdeck vorne. Und hier haben sie auch einen Buckel gebaut, aber in die andere Richtung. Also ihr seht, hier hat es einen Übergang, ein nicht wirklich schöner Übergang, wenn ihr das hier anschaut, wie ein Bug hier drin. Und dann aufgebläht, dann zieht es sich durch bis hinten und hier hinten dann das Heck, das aufklappbar ist. Und noch schlimmer sieht es auf der anderen Seite aus, weil dort ist das Scharnier. Das ist wirklich so fix montiert. Ihr seht es hier und dann kann man so das Heck öffnen und umlegen. Und es sieht fürchterlich aus. Das ist so nichts mehr Schönes. Der Beluga, der hat wenigstens noch eine schöne Linie, finde ich, also durchgezogen. Und der Jumbo hat hier einfach wie eine Pestbeule oder so aufgedunsen. Hier hinten eine Ecke drin. Also ich finde es gar nichts Schönes mehr. Ist schade. Nichtsdestotrotz erfüllt er seinen Job natürlich. Die Flugzeuge werden nicht, Entschuldigung, werden nicht wegen der Ästhetik hergestellt, sondern wegen der Aufgabe. Und die erfüllt dieses Flugzeug sehr gut, selbstverständlich, das funktioniert. Ich denke jetzt, dass der 330 von Airbus zum Beladen und Entladen einfacher ist, weil dort das Cockpit abgesenkt wurde und man dann das Oberdeck einfach öffnen kann. Also, ja, man sieht es hier auf dem Foto noch. Und das war beim Jumbo nicht möglich, weil das Cockpit viel zu weit oben ist. Da hätte man unten öffnen müssen. Das ist nicht möglich, weil der Durchmesser zu klein ist. Und deshalb musste man den Jumbo von hinten beladen. Und das geht dann eben so mit diesem Scharnier. Ja, vom Gewicht her können Sie nicht so viel mittragen, aber das ist auch nicht nötig, weil Sie transportieren Flugzeugteile. Und der Rumpf, das ist normalerweise eine Aluminiumhülle oder eine Kohlefaser jetzt neu. Und innen drin sind die hohl, da ist nichts drin außer Luft. Und deshalb ist es auch relativ leicht und Flugzeuge will man sowieso leicht bauen, also eben das ist Aluminium oder Leichtmetalle und so weiter. Auch die Tragflächen, die damit transportiert werden können, sind eher leicht. Und deshalb kann das Flugzeug die Fracht ohne Probleme über große Distanzen tragen.
weil es kein Gewicht hat. Wenn man jetzt da eine Lokomotive transportieren wollte mit diesem Flugzeug, was vom Platz her gehen würde, aber vom Gewicht wahrscheinlich daneben, käme man dann schnell an die Grenzen, respektive die Reichweite würde massiv verkürzt werden. Das ist ein etwas anderes. Die Antonov 225, das größte Frachtflugzeug der Welt zum Beispiel, kann natürlich ganz andere Gewichte mittragen als der Beluga jetzt von Airbus das machen kann. Aber eben, das ist nicht die Aufgabe. Der Beluga hat, soweit ich weiß, das größte Ladevolumen. Ich weiß nicht, ob der LCF jetzt den Beluga abgelöst hat. Vom Volumen her sind die Flugzeuge am größten, aber noch lange nicht vom Gewicht. Und deshalb reicht bei Airbus auch ein zweistrahliges Flugzeug. Die Antonov hat 6 Triebwerke. Und die sind manchmal auch am Anschlag, sogar bei diesem Gewicht. Und das sind so die Unterschiede. Es kommt immer darauf an, für was man ein Flugzeug benötigt. Ja, das war von mir der Ausflug zu den Schwerstlastfrachtflugzeugen oder für sperrige Frachten. Ich hoffe, es war interessant für euch und habt Freude an diesem Modell hier. An der, ja, hier ist er nochmals. Den Super Guppy. Ich finde es klasse, dass sie es gebaut haben. Ich habe einfach Freude an dem Modell. Ich finde es wirklich cool. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen würden in einem anderen Video. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Tragt Sorge zueinander und bis bald. Auf Wiedersehen.